Podcast der Hamburger Zollakademie. Danke, dass Sie uns einige Momente Ihrer wertvollen Zeit schenken. Die Hamburger Zollakademie ist das Zentrum für professionelle Fort- und Weiterbildung rund um Zoll- und Außenwirtschaft. Mein Name ist Claudia Beer und ich bin Leiterin Marketing und Kommunikation. Vorstellen darf ich Ihnen heute persönlich Dr. Lothar Harings, gemeinsam mit Thorsten Porath, Gründer und Geschäftsführer der Hamburger Zollakademie. Dr. Lothar Harings ist einer der führenden Anwälte im Zoll- und Exportkontrollrecht in Deutschland. Unser heutiger Podcast widmet sich dem Thema Iran-Embargo. Wie Sie der Tagespresse entnommen haben, ist am 14. Juli 2015 das Abkommen von Wien mit dem Iran geschlossen worden, der sogenannte Joint Comprehensive Plan of Action. Dr. Harings, welche Auswirkungen hat das Abkommen von Wien auf exportorientierte Unternehmen in Deutschland? Das Abkommen beendet zunächst einmal die Rechtsunsicherheit, die Unternehmen die letzten Jahre begleitet hat. Es gibt eine Perspektive, dass in absehbarer Zeit Exporte in den Iran wieder möglich sein werden, auch wenn die zeitliche Abfolge der Verpflichtungen nach dem Abkommen nicht ganz festgelegt ist. Das Ganze steht unter dem Vorbehalt, dass die iranische Seite ihren Verpflichtungen weiter nachkommt. Was bedeutet das konkret? Kurzfristig in den nächsten Wochen bleibt der Status quo erhalten. Das heißt, die Sanktionen bleiben in dem Umfang in Kraft, wie sie gegenwärtig gelten. Aber es gelten auch die Erleichterungen fort, die die EU zunächst temporär gemacht hat, nämlich zu Beginn der letzten Verhandlungsphase, also in Umsetzung des sogenannten Joint Plan of Action vom 24. November 2013, hat die EU sich zu Aussetzungen bestimmter Sanktionen verpflichtet. Das sind in erster Linie das Verbot der Beförderung von Rohöl- und Erdöllieferungen. Und ganz wichtig für die Praxis, die Heraufsetzung der Grenzwerte im Zahlungsverkehr, also die Genehmigungspflicht für Zahlungen zwischen Iran und der EU erst ab 400.000 Euro. Diese Erleichterungen bleiben vorerst in Kraft. Es findet aber keine kurzfristige Änderung des Embargos statt. Wann werden denn die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufgehoben? Der Joint Comprehensive Plan of Action folgt einem Stufenmodell. Der Übergang zwischen diesen Stufen ist zeitlich noch nicht fixiert, sondern von der Einhaltung bestimmter Voraussetzungen abhängig. Die erste Stufe beginnt 90 Tage nach Annahme des Abkommens durch den UN-Sicherheitsrat. Es obliegt dann beiden Seiten, die Voraussetzungen für die Erfüllung der Vereinbarungen zu schaffen. Die entscheidende Phase für die Unternehmen beginnt mit dem sogenannten Implementation Day. Das ist der Tag, an dem die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt werden. Dieser Implementation Day setzt aber voraus, dass der Iran nachweislich seinen ersten Verpflichtungen nachgekommen ist. Das bedeutet, die internationale Atomenergiebehörde muss bestätigen, dass der Iran seine Verpflichtungen insoweit erfüllt hat. Man rechnet gegenwärtig damit, dass dieser Implementation Day im ersten Halbjahr 2016 liegen wird. Das kann aber auch gegebenenfalls schon früher sein. Was passiert mit den gelisteten Unternehmen, die derzeit dem Bereitstellungsverbot unterliegen? An dem sogenannten Implementation Day werden nicht nur die güterbezogenen Beschränkungen aufgehoben, sondern auch erste, und zwar die ganz überwiegenden personenbezogenen Beschränkungen. Bei den personenbezogenen Beschränkungen werden zwei Gruppen von Unternehmen unterschieden, nämlich einerseits die Unternehmen, die allgemein gelistet worden sind, andererseits Unternehmen, die spezifisch am Atomprogramm des Iran mitgewirkt haben. Deren Listung wird erst später aufgehoben. Für die Vielzahl der deutschen Exportunternehmen entscheidend ist aber, dass mit diesem sogenannten Implementation Day die Wirtschaftssanktionen insgesamt fallen. Einerseits die Beschränkungen im Hinblick auf die Erdöl-Erdgasindustrie, Beschränkungen für den Schiffssektor, viele andere kleinere Beschränkungen.
Und zum Zweiten, der Großteil der personenbezogenen Beschränkungen aufgehoben wird. Danke, Dr. Harings, für dieses sehr interessante Interview. Wer mehr weiß, bereitet sich auf die Aufhebung von Sanktionen vor. Weiterbildung mit Praxisbezug, dafür steht die Hamburger Zollakademie. Neben Seminaren zum Exportkontrollrecht oder EU-Sanktionen und Embargo bietet die HZA Ihnen viele praxisorientierte Seminare, Inhouse-Schulungen oder Beratungen zu allen Themen des Zoll- und Außenhandelsrechts an. Sie können bei uns auch kostenlose fachliche Newsletter abonnieren. Damit halten wir Sie gerne auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns unter www.hza-seminare.de.